Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Tofina, der Wuschelkopf. Nein, Spaß. Ich bin Tofina und heute wird wieder ein Unboxing, wie man vielleicht vom Thumbnail gesehen hat. Der gute Onkel Retro hat mir Geschenke vorbeigebracht. Und ja, ich darf das zeigen, ich darf das auch erwähnen. Er hat mir den Sunman geschenkt. Und Hildis Buch hat er mir geschenkt. Das ist sehr cool, da kann ich das lesen. Aber es geht in dem Video hier nur um Sunman von Masterverse, wie man hier so schön erkennen kann. Genau. Hier haben wir den Sunman, ja, er spiegelt alles. Ich hole den ja gleich raus. Da haben wir den 40er Sticker. Ich mache den Retro grad voll nach. Hier haben wir den 40er Sticker. Es tut mir leid. Ich mache ihn nicht nach, habt Gnade. Genau, dann haben wir hier das Logo, Sunman und so weiter und so fort von Mattel, wer hätte es gedacht. Hier dann auch nochmal den Sunman-Schriftzug und genau, hier haben wir ein sehr schönes Artwork, wie man sieht, Sunman, wie er da steht. Genau, und hier hinten haben wir ein ganz cooles Artwork. Mit seinen goldenen Flügeln, der sieht aus wie ein Engel. Sunman, der Engel der Gerechtigkeit oder so ähnlich. Hier unten werden dann noch andere Figuren beworben. Hier ist zum Beispiel Battle Armor He-Man, Sunman, den haben wir ja hier. Dann Hero. Sorry, wenn ich manche Sachen falsch ausspreche, ich kenne mich ja nicht so aus. Und Jinzu oder eine Jitsu. Jinzu, Winzu, Jinzu. Genau, haben wir hier auch noch. Genau. Und ja, dann packen wir den guten Mann mal aus. That's what she said. So, jetzt wollen wir mal gucken, was das hier gibt. Schön vorsichtig. Moment. So, genau. Da haben wir schon mal das Schild. Und das komische, was soll das sein? Speer, das sieht für mich eher aus wie eine Speerspitze. Soll das ein Schwert sein oder eine Speerspitze? Ja, komm heraus. Schön liebevoll natürlich. Natürlich ist das noch festgemacht. Natürlich, natürlich. Warum denn auch nicht? Na, krieg ich's hin. So, ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht, weil das Geknister und Geknarze wollte ich euch ersparen. Hier haben wir ihn. Sunman. Sehr schön. Mit seinen Flügelchen hier. Genau. Die Stiefel. Lendenschutz, Rüstung. So sieht er übrigens von hinten aus, genau. Sehr schön. Also ich finde auf jeden Fall, ich finde den voll cool, den Sunman, weil der sieht halt aus wie ein Engel. Ne? Und mit seinen Flügelchen hier. Sehr cool. Sehr, sehr schön. So, machen wir die Flügel mal wieder ein bisschen zusammen. So, jetzt natürlich noch Waffe und Schild. Ja, das muss man dem da so ein bisschen draufstecken. Ich glaube, das ist auch die falsche Hand. Kann das sein?
So. Einen Moment. Oder ich mache ihm hier einfach mal die andere Hand drauf. Einen Moment. Ist immer so eine Sache, ne? Die abzukriegen, die Hände. So. Das ging jetzt relativ einfach, die Hand drauf zu stecken mit ein bisschen Nachdruck. Genau. So. So, jetzt hammert. So, und jetzt hier noch die Waffe in die Hand. Du nimmst das jetzt hier in die Hand. So. Kriegt er das in die Hand oder muss ich dafür die andere Hand nehmen? Nee, das andere ist ja eine Faust. Nee. Also ihm die Waffe in die Hand zu drücken, ist ein bisschen Fummelarbeit. Jetzt hammert. So. Jetzt haben wir fertig. So. Jetzt hat er sein Schild und seine Waffe. Es ist already. Sehr schön. Danke nochmal an Retro Stardust. Genau. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ne? Jetzt habe ich noch eine Video, noch eine Figur. Die Rüstung könnte man auch abmachen und glaube ich auch den Lendenschutz, aber warum sollte ich das tun? Genau, dann habe ich hier den Sunman. Sehr schön. Kann ich ihn denn auch hinstellen? Der steht wie eine Eins, das ist super. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Eure Toffina.